Hallo, willkommen zu unserer neuen Videoreihe Die toten Teile der Wehrmacht. Heute befassen wir uns mit der Geschichte der 6. Infanteriedivision. Aber bevor wir starten, abonniere bitte unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Sehr gut, dann geht's los. Die 6. Infanteriedivision. Im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht wurde der Divisionsstab unter der Tarnbezeichnung Infanterieführer 6 am 1. Oktober 1934 in Bielefeld im Wehrkreis 6 gebildet. Am 15. Oktober 1935 erfolgte die offizielle Umbenennung in 6. Infanteriedivision. Die Infanterieregimenter wurden unter anderem aus dem Infanterieregiment 16 der 6. Division der Reichswehr gebildet. Am 26. August 1939 wurde die Division im Rahmen der ersten Aufstellungswelle mobil gemacht, sicherte beiderseits des Bliestales die Westgrenze und wurde dann als Reserve in das rückwärtige Operationsgebiet zwischen Nahe und Mosel im Hunsrück verlegt. Beim Westfeldzug von 1940 marschierte die Division durch Luxemburg und Belgien zur Somme, nahm an der Durchbruchsschlacht an der Somme teil, wobei sich die Division besonders auszeichnete, und stieß zur Seine vor, wo die berittene Aufklärungsabteilung unter Oberleutnant Georg von Böselager bei Musow schwimmend als erster Truppenteil der Wehrmacht den Fluss überwand, da die Brücken von Le Angeli, Kursel und Daunde gesprengt waren. Die Division verfolgte den weichenden Gegner über die Ohre und erreichte, nach weiteren Vormarschkämpfen vor allem bei Marcherville und Lalonde, die Loire bei Ingron und Montyon. 1941 beim Überfall auf die Sowjetunion brach die Division ostwärts Goldab durch die sowjetischen Grenzbefestigungen, setzte bei Prienmai über die Memel, rückte bis zur Dünna bei Polotsk vor und durchbrach dort die Stalinlinie. Nach Kämpfen an der Mieszka nahm die Division an den Schlachten bei Wjasma und an der Osotnia teil, eroberte Sütschewka und verfolgte die ausweichenden sowjetischen Truppen über Reschew, Subzo, Pogorelo je nach Staritsa. Dort griff die Division über die Wolga in den Raum Glebo und weiter nach Tma bei Eremkino an. Vor Moskau musste die Division einen fast 30 Kilometer breiten Frontabschnitt halten, von dem sie vor der sowjetischen Gegenoffensive nach schweren Verlusten am Tma auf die Königsbergstellung zurückgehen musste. 1942 folgten Abwehrschlachten im Raum Reschew und 1943 Kämpfe am Südufer der Wolga sowie die erfolgreiche Räumung des Frontvorsprungs bei Reschew, bei dem 12 deutsche Divisionen der Einschließung entgingen. Der Kommandeur des Infanterieregiments 18, Karl Becker, wurde 1945 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft von einem Militärgericht in einem Kriegsverbrecherprozess in Kalinin zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Als Grund wurde sein Verhalten als Stadtkommandant von Reschew 1941 bis 1942 angegeben. Es folgten Stellungskämpfe am Worpjez, die Banden unternehmen Büffel und Freischütz zur Partisanenbekämpfung nordwestlich bei Jansk, die Abwehrkämpfe im Raum Dorogobusch, Kämpfe im Raum Jasnaja Poljana, Podoljan und bei Kutaki. Im Juli 1943 nahm die Division im Verband des 47. Panzerkorps am Unternehmen Zitadelle teil. Bei den Rückzugskämpfen auf die Hagenstellung nahm die Division, als nach Hut eingesetzt, an der Abwehrschlacht bei Sevsk, an der Desna, am Sosch, im Raum Gomel und am Dnieper teil. Dann setzte sie sich über die Desna und weiter zum Sosch ab, wo sie an den Abwehrkämpfen bei Scherenaja und Nekrasow teilnahm. 1944 folgten die Rückzugskämpfe in den Raum Schlobin am Dnieper, über die Dobisna auf die Jula. Nach dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte und dem sowjetischen Durchbruch an der Straße Rogatschew-Boberuisk wurde die Division im Juni 1944 eingeschlossen und vernichtet, am 18. Juli 1944 dann offiziell aufgelöst. Aus Reserven sowie der 552. Grenadierdivision wurde am 25. Juli 1944 die 6. Grenadierdivision neu aufgestellt und am 9. Oktober 1944 in 6. Volksgrenadierdivision umbenannt, erreichte aber keine Divisionsstärke mehr.
Sie wurde als Kampfgruppe an der Weichsel eingesetzt und im Januar 1945 vernichtet. Die Reste der Division zogen sich nach Schlesien zurück. Am 10. März 1945 wurde die 6. Infanteriedivision aus den Resten der 6. Volksgrenadierdivision, der 291. Infanteriedivision und der Schattendivision Dresden wieder aufgestellt. Sie beteiligte sich noch an der Schlacht um Lauban, wo sie sich im Mai 1945 schließlich auflöste.